Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Gate of Games zu unserem Pokémon TCG Opening zum neuen Set Pokémon, wollte gerade sagen Sonne und Mond, oh mein Gott. Pokémon Karmazinopurpur Obsidianflamme. Wie komme ich jetzt auf Sonne und Mond? Ich glaube, weil in jedem Zyklus besetzt ein Set drin war, was Glurak extrem gefeatured hat. Deswegen war ich wohl gerade etwas auf Sonne und Mond, I don't know. Egal. Wir lassen das drinnen, natürlich, keine Cuts. Außer fand ich es gerade selbst lustig. Und uns geht es heute um das neue Set Obsidianflammen. Viele coole neue Pokémon. Glurak wird gefeatured als Terra-Typ Unlicht. Genauso wie Despota als Terra-Typ Elektro und ein paar andere coole Pokémon. Wie immer nehmen wir uns eine Seite hinaus aus dem Display und öffnen dieses in diesem Video und die andere Seite dann im anderen Video. So, wir haben Despota, Terra-Typ Elektro, Glurak, Terra-Typ Unlicht, ein böser Motor und hier ist das, was ich natürlich will, Dragoran mit Terra-Typ, ist das Drache oder Wasser? Sieht mal aus wie Drache mit den Flügelchen. Das sind unsere Booster-Artworks und ich liebe natürlich Dragoran, deswegen und Dragoran in all unseren Videos jetzt, wenn ich den Booster habe, zu diesem Set immer unser Glückspack. Und wir legen los. Wenn ihr euch das Display oder die Booster kauft, dann schreibt gerne in die Kommentare, was ihr Schönes gezogen habt. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Und wir gucken jetzt rein ins neue Set. Ich habe mich noch nicht mega viel spawnen lassen. Ich weiß ein bisschen, was drin ist, aber es sind viele coole Sachen drin, Leute. So, wir starten mit Petsneef, Spoink, Zapladin, Gewire, Velsar, Kangama, Karmorupt, Einrivers Tentagra, Einrivers Raffel und ein Holo Jalapeno als erstes Pack. So, ihr wisst, ich sortiere die Sachen immer gleich so ein bisschen vor. Das heißt, die Sachen kommen hier so ein bisschen oben hin. Da habe ich dann im Nachhinein weniger Arbeit. So. Nächstes Pack. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure Most Wanted Karte aus dem Set ist. Das würde mich mal interessieren. Und wie findet ihr das, dass man keinen Kartentrigger machen muss? Dass man einfach anfangen kann und durchmachen kann, finde ich sehr, sehr gut. Wurde auch langsam mal Zeit. So, Mebrana, Zigzags, Sichlor, Meltan, Calamanero, Groink, Paldea Sylord, Arboretos als Reverse, eine Alternative Artwork Tauboss EX vom Typ Farblos mit 82 KP, Fähigkeit schnelle Suche, Anwendung deines Zuges, kannst du dein Deck nach einer Karte durchsuchen und sie auf deine Hand nehmen, mische anschließend dein Deck, du kannst diese Fähigkeit schnelle Suche nur einmal pro Zug einsetzen und stürmischer Wind 120 Schaden für 2 Farblos Energie, du kannst eine Startkarte im Spiel auf der Ablagestapel legen. Und die letzte Karte ist der Delfinator als Holo. So. Da haben wir schon mal die erste Karte, die wir eintüten können. Das ist einfach krass, das ist die erste Karte. Gute Karte, die wir ziehen. Einfach eine Alternative Artwork EX ist. Sehr, sehr heftig. Ich hoffe trotzdem, dass uns Dragoran günstig gestimmt ist. Das wäre sehr, sehr schön. Und wir machen weiter. Mit Flampion, Froxy, oh sehr schönes Artwork von Froxy, Flubberl, Vulpix, Lapras, Maskeregen, Mangospector, Lichtel als Reverse, Sylord als Reverse und eine Voltolos als Holo. Ich mag den Sylord. Der ist cool, lässt sich gut spielen. Der Albtraum von vielen Pokémon-Trainern. So, wir machen weiter mit Knarbon. Gladiantri, Yorklef, Krabbox, Tromburg, Vampitz, Flamingo, Gewalt als Reverse, Flampion als Reverse
und eine Friedwuff EX als unsere erste normale EX-Karte vom Typ Psycho mit 62 KP, mächtiger bis 30 Schaden an Psychoenergie. Während des nächsten Zuges deines Gegners kann sich das verteidigende Pokémon nicht zurückziehen und letzte Ehre 61 Schaden plus für einmal Psychoenergie und zweimal Farblos. Diese Attacke fügt jedes Unisch-Pokémon auf dem Ablagestapel 10 Schadenspunkte mehr zu. Hier kann man wieder schön mit dem Ablagestapel spielen und den vollpflastern mit Basis-Unisch-Pokémon. Einfach um so viel Schaden zu drücken wie möglich. So, Despotar. Nächstes Pack mit Paragoni, Paldea Felino, Barmelin, Olini, Pupitar, halt, Togetic, Ramot, Reverse Nasknet, Reverse Olithina und eine Taubos EX Full Art. Oh Gott, ist das das Display des Taubos? Es wäre so lustig. Es wäre sehr, sehr lustig. So, Vogelier haben wir sie schon. Das haben wir sie zweimal. Einmal in Alternative Artwork und einmal in Full Art. Kriegen sie noch normal? Das wär nicht. Aber die Packs lassen sich sehr, sehr gut öffnen. Das gefällt mir. So, Chilingel, Pipi, das Stadtgeschäft, Frigometri, Bronzong, Siberio, Glutexo, ein Inverse Chilingel, ein Inverse Froxy und ein Holo Xerox. Auch sehr, sehr cooles Artwork. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, Glurak, die goldene Glurak-Karte, nach der alle jagen. Die mich halt irgendwie absolut nicht interessiert. Ich mag diese normale Terra-Typ und nicht Glurak-Karte viel, viel mehr als die goldene. Aber ich würde dir jetzt auch nicht Nein sagen, sagen wir es mal so. So, Knatox, Mollunk, Zaplalek, Larvitar, Mortipod, Tenterra, Vulnona, Carnivana, Togedemaru als Reverse, ach, Carnivana als Reverse und Entei als Holo. Boah, dieses Artwork ist wieder so richtig, richtig schön geil. Das sieht richtig gut aus. Habe ich schon im letzten Opening gesagt, die geben sich mit Karmesin und Purpur echt richtig Mühe bei den Artworks. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, Togepi, Mobai, Olivioni, ne, Olivinio, so rum, Schallquap, Stalobo, auch schon lange nicht mehr gesehen, Tauboga auch mit einem sehr, sehr schönen Artwork, Dragonir, Reverse Togetic, Reverse Paragoni und ein Hohnweisel EX mit Terrakristall Psycho. So, heilende Pheromone, einmal Pflanzenenergie, heile 60 Schadenspunkte bei einem deiner Pokémon und Phantomkönigin 200 Schadenspunkte für dreimal Pflanzenenergie. Lege 3 Schadensmarken auf jedes Pokémon auf der Bank deines Gegners, auf dem mindestens eine Schadensmarke liegt. Auch sehr, sehr cool. Ich mag die Terrakristallisierung bei den Karten so sehr, ey. Die sieht richtig geil aus. Sehr, sehr nice. So, nächstes Pack. Geht schon gut los. Haben schon sehr schicke Puls. So, Magnetilo, Evoli, Tentagra, Hunduster, Dickdri, Friedwuff, Grabbit, ein übers Stadtgeschäft, ein Larvitar mit alternativem Artwork, auch sehr, sehr schön, und eine Full Art Glurak EX mit Terrakristallisierung Unlicht. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, wie viel sie wert ist. Auf jeden Fall wird sie gleich eingetütet. Wird auch bestimmt ein bisschen was wert sein. Also ich denke mal so um die 20 Euro wahrscheinlich. Plus, minus. Wahrscheinlich auch plus.
So, Glurak EX vom Typ Unlicht mit der Terrakristallisierung Infernalische Herrschaft als Fähigkeit, wenn du dieses Pokémon aus deiner Hand spielst, um einzelne Pokémon während deines Zuges zu entwickeln, kannst du dein Deck nach bis zu 3 Basisfeuer-Energiekarten durchsuchen und sie beliebig an deine Pokémon anlegen. Mische anschließend dein Deck. Und Brennende Finsternis, 180 Schaden plus für 200 Feuerenergie. Diese Attacke fügt für jede an deinen Gegner genommene Preiskarten 30 Schadenspunkte mehr zu. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Und Alternative Artwork Larvitar noch mit dazu. Nehmen wir gern mit. Nehmen wir sehr gern mit. So. Wir machen weiter mit Gehweier. Kamaup. Gruff. Zapladin. Grimanzo, Hutsasa, Branawarz, ein Rivers Ferkuli, ein Rivers Pipi und ein Holo Riffex. Ja, also nach den letzten beiden Booster Packs kann man schon mal ein bisschen Pause machen mit gutem Puls. Das verstehe ich jetzt schon. Ja, nice. Also eine Glurak-Karte haben wir. Das heißt, das Set ist schon mal ganz gut gestartet für uns. So, Vadribi, Dickda, Bautz, Pupanze, was sagen Pumanze, Sonfehl, Hundemon, Granbull, ein Reverse Vadribi, ein Reverse Volnona und ein Jalapeno als Holo. So, wir sind jetzt schon fast durch mit den Karten. Weiter geht's mit Normifin, Ignivore, Taubsi, Tampignon, Calamanero, Groink, Sylord, ein Reverse Frobel, ein Reverse Togekiss und nochmal ein Holo Xerox. Ja, das letzte Xerox-Artwork gefiel mir etwas besser. Aber ist nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. So, wir machen weiter mit Barmelin. Frobel. Magnetilo. Ignivore. Flunkiefer. Bisofang auch schon lange nicht mehr gesehen. Krawell. Lepumentas als Reverse. Amphira als Reverse. Und ein Tenterra EX vom Typ Pflanze mit 72 KP und der Fähigkeit Schützendes Myzelium. Wenn noch alle Effekte der von den Pokémon des Gegners eingesetzten Attacken, die allen deinen Pokémon zugefügt werden, an die Energie angelegt ist. So, Kolonieansturm für 80 Schaden plus sozusagen Pflanzenergie. Diese Attacke fügt für jedes Pokémon auf der Bank deines Gegners, auf der Bank, an das mindestens eine Pflanzenergie angelegt ist, 40 Schadenspunkte mehr zu. Also hier auch wieder viel Pflanzenenergie anlegen und richtig schön Schaden machen. Gefällt mir. So, ist eingetütet. Es sind noch 4 Packs plus unser Glückspack. Mal schauen, mal schauen. So, weiter mit Lichtel. Mangonio, Glumanda, sehr cooles Artwork, Trattini, Tromburg, Wampitz, Flamingo, eine Etta als Reverse, eine Frobela als Reverse und ein Darkrai Holo, auch ein sehr cooles Pokémon. Glaube ich schon lange, gab es eine Wii? Darkrai Wii glaube ich ja, ne? Dacht schon. Kann es gerade nicht aus dem Kopf sagen. Es geht weiter mit Bautz, Skoppel, Orlini, Taubsi, Glademperio, Fragrunz,
ermutigender Brief, ein Rivers Magneson, ein Rivers Flunkiefer und ein Holo Togekiss. Ich hoffe, unser Glückspack bringt auch Glück. Das wäre echt cool, da mal wieder einen richtigen Banger drin zu haben. Sagen kann, okay, das hat sich gelohnt. Weiter mit Myrapla, Wablu, Lumispross, Blip, Bronzong, Siberio, Glutexo, Ignivore als Reverse, Bouts als Reverse und ein Hololepumenta. Ist auch mit einem coolen Artwork. Mir gefällt zwar der Style nicht so, aber mir gefällt, dass es halt ein bisschen kämpferisch aussieht. Dass man halt sieht, dass Lepumenta das auch was machen kann, nicht bloß rumsteht. Und sein Lebensschild. So, nächstes Pack. Das letzte Pack vom Glückspack. Dann ist das Opening für diesen Teil auch schon vorbei. So, Vadribi, Knatox, Larvitar, Pi, Skilabra, Patrouillenkappe, Blubella, Duflo als Reverse, Schmerber als Reverse und ein Jalapeno als Holo. Hab schon ein paar Mal jetzt. Etwas zu viel Jalapeno. So, unser Glückspack, Dragoran. Ich hoffe, dass es Glück bringt. Eine schöne Dragoran-Full-Art-Karte wäre schon geil. Würde ich mal wieder sehr feiern. Paragoni, Vulpix, Froxy, Flampion, Olithina, Rüpel von Team Star, bleibst du hier, bitte, danke, Altaria, Krabox als Reverse, Wablu als Reverse und eine Sagiria als Holo. Das hat schon mal kein Glück gebracht. Kann man so sagen, wie es ist. Aber bis jetzt bin ich ganz zufrieden. Alternative Artwork, Full Art und nochmal eine Kristallisierung als Full Art plus ein Alternative Artwork von Larvitar. Ist ganz cool. Wir gucken, was noch kommt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Wenn ihr irgendwas cool gezogen habt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten in der Videobeschreibung ist alles verlinkt. Bis dahin, haut rein und ciao.